mehrere Stunden und teils bis Mitternacht für Shorts gibt. Außerdem waren auch wieder Öffnungen nach Asien, Nordamerika und in die Karibik dabei. Über die F-Schicht war erneut 20 Meter das höchste sicher öffnende Band. Auf 15 Meter beschränkte sich die X auf die Morgen- und Abendstunden. Zwei neue aktive Regionen liegen gerade um den östlichen Sonnenrand. Die erste hat sich gleich mit einem C6-Flair eingeführt. Sie werden den Flux nach oben treiben, auf jeden Fall über 80 Einheiten, möglicherweise auch noch ein ganzes Stück darüber hinaus. Zunächst wird es an der Kurzraumauffassung aber wenig ändern. Es bleibt erstmal beim gewohnten Bild. 20 Meter ist tagsüber offen, 40 Meter rund um die Uhr. Das Erdmagnetfeld bleibt nach dem Abgehen der Umstörung die restlichen Wochen über ruhig. Sporadic E wird uns weiter viel Freude machen. Das läuft im Moment wirklich außerordentlich gut. Auch auf 2 Meter gab es inzwischen erste Öffnungen, allerdings recht kurz. Das ist doch nicht schlecht für das lange Pfingstwochenende und für den laufenden CW-Field-Day-Contest. Die Sonnenaktivität zieht an, die unruhige Magnetik legt sich und obendrauf gibt's Sporadic E. Das war der Funkwetterbericht vom HF-Referat des DARC. My Little Lady, Twist and Shout, Candyman, Silence is Golden. Na, klingelt da was? Das ist perfekter 60er-Jahre-Sound, gemacht von einer britischen Band, die Dauergast in den Hitparaden war. Den Tremolos. 1958 gegründet, lösten sie sich 1975 zwar offiziell auf, touren aber bis heute immer mal wieder als Oldie-Band durch die Lande. Einer ihrer schönen alten Hits von 1967 liegt jetzt auf. Here comes my baby. Here comes Good the Eggs. Thank you.